Ja, der Ton des Bedauerns, liebe Gäste, ist in der Combox jetzt doch noch mal ein bisschen tiefer geworden. Auch der Ralf Bahr, der jetzt bei uns ist, der eigentlich eh da unten sein sollte in seinem M3 aus der E30-Baureihe, ist jetzt hier oben. Das heißt, da hat da müssen wir aber tatsächlich noch mal sagen, also wir freuen uns sehr, dass der Ralf bei uns ist, haben trotzdem die Daumen gedrückt, dass es heute nicht ist. Ja, danke. Wir haben aber auch gerade schon gehört, mit seinem Fahrzeug, das Ersatzteil ist zwar angekommen, aber dann was schiefgegangen. Und ja, alle haben geholfen, Freunde haben Freunde angerufen, irgendwo wurde in Frankfurt dann ein Teil hingeliefert, ein anderer hat es abgeholt, es war am Ende da, es hat gepasst, aber letztendlich war das Problem dann doch ursächlich was anderes. Okay. Und am Ende konnte ich nicht starten, der Harald auch nicht, war mal ein bisschen betröppelt, das hat sich dann bis heute ein bisschen gelegt und wir hatten ja wirklich Glück, wir hatten ja den ganzen Tag, also es war ein ganzes Wochenende, ja, traumhaftes Frühsommerwetter. Ja. Und natürlich ausgerechnet wieder genau in unserem Slot hat sich der Regen eingefunden. Ja, Mist, also das ist so, die Teilnehmer, die ohne Regenreifen angereist sind, das ist nämlich ziemlich schwer dieser Tage, was ja die Reifen anbelangt, die haben sich abgemeldet, es gab auch durchaus ein paar Ausfälle technisch bedingt und somit haben wir ein Starterfeld von hier 24 Fahrzeugen, das heißt, ich glaube 15 sind technisch schon ausgefallen, etwa 10 oder 8 sind ohne Regenreifen, riskieren es hier nicht, was ich auch für gut heiße, weil Museumsstücke dann tatsächlich auf so Ölspuren, wie wir es gerade gesehen haben, die Gruppe C wurde abgesagt, wegen dieser eben Ölspur. Da hoffe ich mal, dass meine Schäflein das alles richtig machen und beherzt, zwar teils beherzt, aber auf der anderen Seite doch bedächtig jetzt ihre Fahrspur finden. Du bist unser Hirte gewissermaßen für die goldene Ära der Tourenwagen, deren Start hinterm Safety Car stattfindet. Und auch schon die Renndistanz gestartet wurde, lieber Ralf. 17 Minuten 38 verbleiben, also auch kein langes Rennen, was da vor uns liegt. Aber schön, dass es überhaupt stattfinden kann. Wir haben gerade schon bedauert, dass nach einer einzigen Gruppe C Supercar-Runde dieses Rennen vorbei war, wegen einer gewaltigen Ölspur, die uns hier zu schaffen gemacht hat. Da zwar, danke an alle, toll weggeputzt, aber geht halt nicht bei dem Regen. Nee, richtig. Also, vor allen Dingen, weil man sich am Anfang gar nicht klar war, wie groß diese Ölspur tatsächlich ist. Man hat da erst so was Kleines entdeckt, Ausfahrt, Boxengasse. Ne? Ja. Und dann wurde das ganze Ausmaß erstmal klar. Ja, auf dem Weg hierhin hat man gesehen, wie viel Streumittel und wie viele Fahrzeuge hier unterwegs waren. Beachtlich ist die Fahrzeuge, die besonders schwer im Regen zu fahren sind. Das sind der Kossi hier vorne von Paul Menzel belegt, jemand aus UK. Hier Hans-Jörg Yuki Lütti, der wurde Dritter. Der ist jetzt in der ersten Startreihe aufgrund des Ausfalls von dem E9, beziehungsweise eben der Michael Kammermann musste abreißen. Ich glaube nicht, dass es losgeht. Oh. Man sagte uns, dass auf jeden Fall. Ah, da fährt einer rein. Was ist da? Ralf, der Vauxhall, nur eine kurze Frage, obwohl ich mich mit Autos echt auskenne, ist das ein Fronttriebler? Der Vauxhall ist ein Fronttriebler, genau wie der Vectra auch. Hat eigentlich im Regen dadurch leichte Vorteile. Eben, frage ich mich genau, ja. Ja, es ist wirklich so, weil er eben nicht dazu neigt, dann hinten auszubrechen und nicht so schnell, weil er hat quasi die Traktion vorne und vorne ist es schwerer, weil dort der Motor liegt. Ja. Deswegen ist er eigentlich geeigneter. Ja. Aber noch geeigneter ist das Fahrzeug dahinter. Das ist der Audi, der Silberne mit diesen leuchtend gelbenden Scheibenspiegel, sagt man, das ist der René Eberhardt von der Equipe Bernard. Der wurde in seiner Klasse gestern Zweiter, war ein hervorragendes Sonnenregen. Also wir hatten gestern wirklich alle Fahrzeuge an Bord, die auch wirklich möglich waren. Also wir haben komplett die Streckenreglement ausgenutzt und ich freue mich aber sehr, dass trotzdem noch jetzt 24 kampfesbereit sind, weil immerhin geht es um was, nämlich Junghans, der ehemalige Formel-1-Timekeeper, hat eine Uhr ausgelobt im Wert von über 2000 Euro und das will sich natürlich keiner entgehen lassen und der Vertreter von Junghans ist angereist und hat die Uhr im Gepäck und wenn es jetzt kein Rennen gegeben hätte, das wäre natürlich normal. Ich muss kurz was erzählen. Ich bin mit 13 Jahren etwas mopsig gewesen und da hat mein Papa gemeint, du musst abnehmen, mein Junge. Habe ich damals gemeint, wenn ich dann aber eine Funkuhr von Junghans bekomme, die war damals ganz angesagt, diese glatte Junghans, die war ganz neu und ich habe dann wirklich 8 Kilo abgespeckt. Ich wollte die Uhr. Und dann bekam ich sie. Das war 1993 tatsächlich, bekam ich sie beim Juwelier Wempe in Frankfurt übergeben für meinen Abspeckerfolg. Also ich habe zu Junghans ein intensives Verhältnis, musst du jetzt wissen. Ah, okay. Und ich hatte diese, also dass jetzt hier alle auf diese Uhr scharf sind, verstehe ich vollkommen. Der Kossi natürlich auf trockener Strecke eine Gewalt, ne? Aber bei Nesse, der ist ja, glaube ich, heckgetrieben. Oder? Der ist heckgetrieben, hat gestern, der war im Qualifying ja technisch ein bisschen zurückgeflogen und im ersten Rennen hat er so mächtig Dampf gemacht, dass er auf Platz 2 vorgefahren ist. Wunderschöne Fahrzeuge. Schau mal hier, das ist dieser 5 Liter Ford Mustang Gruppe A aus den 80er Jahren.
der hat sich damit ins Feld gesellt. Der Nick Padmore fährt das Auto. Es wird vom Britec Motorsport gewartet und serviciert und es ist natürlich ein Genuss, sowas zu sehen. Der ist auch extrem schwierig zu fahren, extrem schwierig und sensibel auf der Hinterachse aufgrund des mächtigen Gewichts und des schlechten Gewichtsverteilungsverhältnisses, nämlich fast alles auf der Vorderachse. Also er kann vor allem Leistung wahrscheinlich, ne, auf der Geraden, aber das ist wahrscheinlich aus der Kurve raus eine Herausforderung. Ja, wahrscheinlich kann er auch die Traktion gar nicht richtig auf die Strecke bringen, weil diese Gruppe A-Fahrzeuge haben natürlich allesamt keine Traktionskontrollen oder elektrische Helferlein. Das macht das Ganze ja so schwierig. Hier muss man noch mit Zwischengas schalten, um keinen Schlupf zu bekommen. Das heißt, also keine stehenden Hinterräder. Mhm. Es ist also, da muss man schon fahren können. Und das Schlimme am Regenfahren ist, wenn du nicht eine bestimmte Schnelligkeit, also Performance schon auf die Strecke legst, dann werden deine Reifen nicht warm. Das heißt, du kannst auch gar keine Space, keine Pace kriegen. Wir haben den Kadett mit 280 PS. Ist der dabei? Der Harald Irmler wird bestimmt nach vorne fahren, der hat im Qualifying war unter den Top 10 und das mit dem 2-Liter-Motor mit 280 PS, der ist er schon, diese wunderschöne rote-blaue Farbgebung, der Kissling-Kadett aus dem Jahr 88, bewegt von Bimbo Peil, Volker Strützek und Gerhard Müller, Peter Oberndorf ist auch mal an so einem Opel-Kadett, immer noch gelb, also noch kein, oder doch, nee, Schade ist freigegeben, aber hinter dem Safety-Car immer Kadett noch. Aber Kadett müsste ja im Grunde auch bei der Neste gut zurechtkommen, ne? Das wäre auch so ein Auto. Ja, der ist sehr leicht, drauf, das ist schon mal gut, das heißt, der rutscht da nicht so schlimm. Er hat aber einen sehr kurzen Radstand, das ist nicht ganz so gut, aber sein großer Vorteil liegt halt eben im Gewicht zum einen und zum anderen ist er ja mit den 280 PS nicht ganz so kräftig, das heißt, du kannst ihn schon besser dosieren. Er ist auch jetzt von der Achsgeometrie noch nicht so wie dann die späteren STW-Modelle hier, die verzeihen ja gar nichts. Die haben sozusagen der Grenzbereich, den spürst du kaum am STW. Also du bist darauf angewiesen, dass die Reifen warm werden, dass du irgendwann wie auf Schienen deine Runden drehen kannst. Und beim Kadett E merkst du es dann doch ein bisschen schneller. Und das Fahrzeug war damals eben auf den kurzen Strecken wie Zolder und im Regen eben wirklich stark. Und das wird man heute bei dem Stefan Irmler, der übrigens auch Partner der Turmwagen Golden Era ist, sehen. Also die Reifen warm werden, hast du gerade gesagt, Ralf, ist bei dem Wetter auch nicht ganz so einfach. Ne? Naja, wir haben ja so eine gute Tonne Gewicht und es wird hier immer wieder hin und her lanciert auf der Strecke. Wir haben groben Asphalt, der jetzt gar nicht so wahnsinnig grob ist, weil sehr viel Gummi durch die beiden schönen Tage eben bedingt auf der Strecke ist und da wird das erstmal sehr schmierig und die Fahrer haben allesamt versucht, jetzt am Anfang mit vielen Gasstößen künstlich die Räder durchzudrehen, damit sie künstlich auf Temperatur kommen, weil damit kann man etwas schneller fahren und schneller in die Kurven schon kommen, weil man es ja schon aufgewärmt hat und durch das etwas schneller fahren ist dann sozusagen potenziert sich die Pace, die Rennpace dann auf nasser Strecke. Wenn ich mal ganz kurz auf die Fahrer kommen kann, wir haben eben die Equipe Bernos, das sind Schweizer STW-Fahrer, STW ist der super Tourenwagen, alle 2 Liter, extrem technisch ausgefeilt. Man hatte eigentlich vor, nach der ITC, der DTM, die bis 96 eben so die teuerste Form des Autosports war dieser Tage im Tourenwagensport, wobei es waren ja fast schon Prototypen am Ende, hat man gesagt, jetzt Schluss, die Werke haben so viel Millionen Euro ausgegeben, jetzt machen wir etwas auf Sparflamme, nur 2 Liter Motörchen und so, aber das Ganze hat dann doch wieder, ist so explodiert, dass sie das technisch so ausgereizt haben. Ja, so, das ist ja dann oft so, ja, dass sich das dann wieder potenziert und potenziert und am Ende bist du wieder ganz weit von dem, was du eigentlich wolltest. Bescheidenheit war gestern, ne? Ich gebe dir mal ein Beispiel bei dem BMW, der dann schließlich bei McLaren gebaut wurde. Das heißt, BMW hat das bei McLaren beauftragt. Okay. Die haben eine Pushrod Formel 1 Hinterachse eingebaut. Wirklich krank. Und weil man kein ABS erlaubt war, hat man ein Pendel in den Beifahrerraum gemacht. Ein Pendel und das quasi ausgeschlagen hat mit der Kurvengeschwindigkeit und hat dann sozusagen den Bremsdruck auf das belastete Räderpaar verstärkt. Wow, das ist aber auch ein Aufwand konstruktiv gesehen. Also das ist natürlich. So, Safety Car Phase beendet. Es geht los, grüne Flagge, Paul Menzli schießt nach vorne. Im Cossi, natürlich. Markus Reich ist schon auf der zweiten Position. Der Audi A4 Supertourenwagen ist Quattro getrieben, hat hier definitiv Vorteile. Na klar. Ich sehe, der Marc Sesing ist vorsichtig, aber hat die Innenbahn gehabt. Das heißt, er musste grundsätzlich ein bisschen Speed rausnehmen. Das kann der Ford Mustang natürlich mit seiner gewaltigen Leistung erstmal komplett kompensieren und überholt. Hier ist er noch geführt hinter dem Marc Sesing. Dann kommt der Frank Jakob mit Arndt Meyer. Jetzt ist Frank Jakob am Steuer, pilotiert dieses wunderschöne 6er Gruppe 2 Coupé im grünen Grundig-Design, das in der Europameisterschaft, der Tourenwagen-Europameisterschaft 1980 einige Siege mit
Dieter Quester erzielen konnten und mit dem Herbert Wergens auch noch. Übrigens, Herbert Wergens ist immer noch ein Mechaniker und ich glaube sogar Ingenieur, der heute noch Rennwagen baut und einsetzt. Und wie alt ist der mittlerweile? Der dürfte um, also Ende 60, Anfang 70. Okay, dann ist er noch in einem durchaus saftigen Alter, alles gut. Du hast gerade gesagt, der 6er BMW, für mich ja eines der schönsten, wenn es jetzt ums reine Design geht, Fahrzeuge überhaupt, dass wir hier an diesem Rennwochenende sehen können, auch bei den Tourenwagen. Und du wirst ja bei Marc Sesing und seinem M3 aus der E30-Baureihe ein bisschen Wehmut haben. Das ist dein Auto, ne? Du hast das. Ja, jetzt ist Marc natürlich ein guter Freund. Wir fahren zusammen auch Simracing. Übrigens, Simracing-Meisterschaften. Marc ist ein exzellenter Fahrer. Wir hatten mal so ein ähnliches Niveau, er war immer eine Spur besser, aber jetzt ist er deutlich besser geworden. Er ist quasi über sich hinausgewachsen. Er freut sich über diese Bedingungen, denn er hat das Talent eben, sein Fahrzeug in welchen Bedingungen auch immer zu kontrollieren, das zu spüren, und das ist schon phänomenal, was er macht. Aus ihm hätte man Profi werden können. Aber er hat sich für eine unternehmerische Karriere entschieden und er macht es hier deutlich gut und kann es genießen für sich, während er als Profi wahrscheinlich dann auch den Druck hätte. Wie ja, ein ganz so anderer ist. Druck dahinter, richtig, ja. Ist eine andere Perspektive. Ist er auch. Das ist jetzt eben genau der Paul Mansley, der hier als Spitzenreiter durchs Feld gefahren ist. Startnummer 22 im Cossi. Einfach ins Motodrom. Es gehört immer irgendwie zu diesen schmierigsten und schwierigsten Stellen, die so leicht abhängig, so habe ich zumindest manchmal das Gefühl. Also wenn du zu weit rauskommst, dann hängt die ab. Man wird hier sicherlich gelb winken und vielleicht sogar das Feld zusammenschieben, was ich fast begrüßen würde, weil das damit nicht mehr passiert. Wir wollen ja schließlich in 3 Wochen erstens auch noch Rennen fahren und zweitens, mir tut es dann immer so leid um die Schätzchen und vor allem für, was macht denn der Olaf Mantai da? Ich glaube, es ist Olaf Mantai. Siehst du das, wie der da vorbeifährt? Mhm. Er hat ein deutlich schwächeres Fahrzeug, der 635 TSI. Gruppe A hat ca. 300 PS und der Gruppe 2 hat ungefähr die 420 PS, aber die Leistung kriegst du bei diesen Wetterverhältnissen einfach nicht auf die Straße. Ja, der hat immer diese markanten roten Leuchten, der Peter Schumann, also Olaf Mantai wird hier betreut von Gebrüder Schumann, die extrem gute Autos aufbauen, gefolgt übrigens direkt von dem Ewart Jan Alders, der hat diesen Bastos M3, der dem Design der 24-Stunden-Spa, weil Spa wurde traditionell von dem Zigarettenmarkenhersteller Bastos gesponsert und ganz groß natürlich dann in den Farbgebungen gemacht. Das ist ganz tolle Lackierung, ist ganz beliebt bei den Fans. Und der Ewart Jan Alders von der Firma, der nächste Schwarze, auch wieder so unsere Leistung. Ja, all diese Boliden, merkt ihr das? Ja. Die sind eine Spur schwerer, die haben es einfach. Die haben es gerade gemerkt, dass er mit dem Bremsen nicht richtig hinkommt. Ja, er ist gerutscht und hat natürlich diesen Rutscheffekt gehabt. Und dann hat er ausrollen lassen und dann, als es wieder ging, hat er da. Kein Reibwert, also der ist quasi in die Gleitreibung gekommen und dadurch. Ja, guck doch mal, jetzt siehst du doch schon den Kurven. Ja. Also, selbst im Trocknen, könnt ihr euch erinnern, gestern, wie das war? Der ist ja. Ist halt der Mustang, glaube ich, oder? Genau. Das ist der aus den 80ern. Ja. Sehen ja manche Fans, dürfen wir so offen sein, nicht so gerne. Ne? Die richtigen Mustang-Eingefleischten, die sagen, es war die 60er, die sagen ja immer, das war in den 80ern so eine ganz komische Ausbauform. Ich finde ja toll. Also ich mag den gerne, der wird immer so ein bisschen. Ist total beliebt. Ne? Der Roland Asch hat so einen bewegt. Und der Volker Schneider, der ist auch ein ehemaliger DTM-Fahrer, der hat in der Saison 86 zusammen mit dem Roland Asch, beziehungsweise beide hatten eben einen Ford Mustang Gruppe A bewegt. Ja, und das erinnert natürlich beide an die Zeiten. Ja, der Markus Reich, unser Vorarlberger. So, Safety Car. Jetzt ist Safety Car, ja, das ist bestimmt wegen dem Auto von Paul Menzi, das da steht. Das kannst du einfach nicht verantworten, wenn da jemand reinfährt. Das muss einfach nicht sein. Auch wenn sich der ein oder andere Fahrer jetzt sicherlich ärgert, dass er eben nicht weiterkommt, obwohl er käme. Ja, wie zum Beispiel, aber man sieht da an dem Mustang schon gerade auch. Wie zum Beispiel so Roland Asch, beziehungsweise jetzt Sebastian Asch hat ja die Pole gefahren am Freitag und ist dann leider Gottes technisch ausgefallen im ersten Rennen, hatte lang sich mit dem Michael Kammermann um den ersten Platz gerankt, musste reinfahren und das musste dann aufgrund dieses Ergebnisses des Ausfalls, musste Roland Asch von hinten starten. Mhm. Also muss man mal sagen, die haben das Auto selber aufgebaut, diesen 24-Stunden Gruppe A Cossi RS500 und setzen ihn hier ein, trotz dieser widrigen Bedingungen. Das ist schon fast ein bisschen mutig, oder? Also sind Profis. Also Sebastian Asch ist ja auch ein Profi aus GT Masters Vergangenheit. Roland Asch ja sowieso. Das ist sein Heimrennen vor heimischem Publikum.
es gibt bestimmt viele, die hierher gekommen sind, rein um Roland Asch oder das Dimash zu sehen. Aha, es gibt viele Besucher, die auch sagen, sie möchten auf einen Rennfahrer hin arbeiten, den sie sehen möchten. Genau. Also gar nicht aufs Auto. Jetzt fährt rein René Ruch, ist das der René Ruch, der mit seiner charmanten Svetlana immer wieder mit dabei ist. Das ist unser Schweizer, auch Equipe Bernois. Hat früher bei Eckenberger selber als Mechaniker gearbeitet und sein Traum ist in Erfüllung gegangen, nämlich mit einem eigenen Auto mal gegen die damaligen Stars, also die damaligen Konkurrenten auch anzutreten. Aha. Das ist das Schöne eigentlich in so einem Format auch. Ja, ja, wenn das dann so weitergeht, weil ich sehe gerade die restliche Zeit sind nur noch 4 Minuten 18, dann würde unser Markus Reich aus Vorarlberg tatsächlich den Pott kriegen. Mhm. Wenn nicht nochmal die Strecke freigegeben wird. Das werden wir dann noch sehen. Dann würdest du Michael Lyons, das spricht man hier so aus, oder heißt er Michael Lyons? Also Michael Lyons, das ist aus UK, ist ein Profifahrer, der ist übrigens auch schon Formel 1 gefahren jetzt an diesem Tag oder am letzten Tag. Dann würde er, wenn du sagst, er wird mal freigegeben, eine Chance haben, noch ein Reich vorbeizuziehen. Ja, weil gerade, das ist ja dann quasi Startziel freigegeben, er fährt über Startziel, sie haben nur eine Kurve. Wenn Markus Reich sie nicht ordentlich nimmt und dann kommt die Parabolika, die ist so lange, dass er seine Kräfte ausspielen kann, der Ford Mustang. Und wenn es ihm gelingt, dem Markus Reich dann nur einzubremsen und ein bisschen zu blockieren, ist er vorbei. Und dann ist er vorbei und Markus kommt dann nicht mehr dran vorbei. Aber ich würde sogar wetten, dass Markus auch da noch vorbeikäme, weil der STW, der Allradgetriebene, natürlich deutlich im Vorteil ist. Wenn ich an der Stelle mal ganz kurz, apropos Vorteil, von uns von Vorteil ist es, Serienpartner zu haben und wir freuen uns sehr, dass, wie gesagt, eben Junghans diese Uhr sponsert und das nicht nur bei einem Rennen, sondern auch beim Oldtimer Grand Prix werden sie zwei Rennen mit unterstützen. Das ist unsere Junghans-Trophy. Wir haben Atrex, das ist der belgische Motorsport-Service-Dienstleister, der hier auch mit dem schönen, wunderschönen Bastos M3, man sieht ihn hier im Bild, auch auf der Strecke zu sehen ist. Die Firma Oberlin, die unser Logopartner ist, ist auch unter anderem Fahrer. Leider Gottes zwei Autos hat er mitgebracht, selbst einen Ersatzwagen und hat es nicht geschafft, hier ins Klassement zu kommen. Ach, aus ärgerlich, der schade. Wirklich ärgerlich. Hatte Gäste eingeladen und so. Aber so ist es halt nun mal. So ist es manchmal, er konnte sich dann wenigstens um seine Kunden kümmern, auch nicht schlecht. War eine schöne B2B-Veranstaltung. Ja, hinter die Kulissen gucken ist ja auch mal was ganz Spannendes. Und du musst auch wirklich, das kann ich völlig verstehen, diese Partner erwähnen, Ralf. Ich meine, ohne die geht's einfach nicht. Ja, das ist so. Also, das jetzt habe ich einen ausgelassen, nämlich der Irmler Race, wo der stellt Felgen her und wunderbarer Renndienst und unter anderem, es ist schon wieder, Safety Car ist immer. Wir hören mal kurz, was uns der Markus zu erzählen hat. Sekunde bitte einmal. Der letzte Partner, den ich noch erwähnen möchte, das ist der Peter Zimmermann. Zimmermann druckt, der uns die Startnummern druckt und das unentgeltlich ist natürlich toll für uns als Golden Era Format, dann solche Unterstützer zu haben. Also das will ich, finde ich, auch von dir einen feinen Zug, Ralf, weil das alles, was wir hier sehen, was uns den Zuschauern auch so irre viel Spaß bereitet, ist nicht günstig. Und wenn dann eben sich auch noch Partner finden, die sagen, das möchten wir gerne unterstützen, möchten wir gerne voranbringen, ist das für uns alle unglaublich viel wert. Und für euch macht es die ganze Geschichte noch ein bisschen leichter. Wir haben gerade erfahren, dass wir noch ein bisschen... Also ich habe jetzt gerade Safety Car in this lab. Ich habe jetzt nicht ganz nachvollziehen können, was das jetzt für uns heißt. Wahrscheinlich, dass wir noch ein bisschen Zeit gut machen können. Ja, er meinte wahrscheinlich, dass es nochmal rausgeht. Es wird also nochmal spannend, dass ich das, was ich sagte, dass Michael Lyons nochmal die Möglichkeit kriegt, an der Parabolika an Markus vorbeizugehen. Das könnten wir vielleicht sehen. Das muss man dazu sagen. Jetzt kühlen die Reifen natürlich ab. Du kannst die hier gar nicht so aufwärmen. Die Bremsen kühlen auch ab. Also es ist dann wirklich brutal, also hier nochmal anzusetzen. Liebe Zuschauer, liebe Gäste, liebes Publikum, liebe schwitzenden Mamis und Papis zu Hause, das wird jetzt nochmal richtig spannend und ich fieber da ja wirklich mit und ich muss sagen, ich habe richtig Adrenalin jetzt vor diesem Restart. An dritter Position lauert dann nämlich der Marc Sesing, das ist ein exzellenter Regenfahrer, hat es aber ebenso schwer mit seinem Heckantrieb, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ihm noch gelingt, auch noch vorne zu kommen. Du hast gerade gemeint, er hätte sein Auto unter allen Bedingungen hervorragend im Griff, also er beherrscht es sehr gut und jetzt haben wir eben so eine außergewöhnliche Bedingung. Safety Car müsste jetzt eigentlich nicht auch schon Ausgleich in die Box zurückfahren, hat es dann
gleich, wir sind noch im Fallstuhl, noch im gleich erst im Motodrom, dauert noch einen kurzen Augenblick. Ja. Und dann ist erst bei uns die Chance da, dass es zurückfährt und dann dürfte es nochmal spannend bei uns. Aber im Kamerabild haben wir eben dann auch nochmal so den letzten Gruß vom Cosworth gesehen, wie er da von dem Traktor rausgezogen wurde. Das wurde im Kamerabild nochmal eingefangen. Ach, das Thema hat extra noch Regenreifen dann in die, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe reingestellt. Ja. Wer hat Regenreifen? Das waren natürlich dann verschiedene und alte und sicherlich, aber es ist nichts passiert, dass die nirgendwo anschlagen, nur getreten, gut genau, ist. Richtig, ja. Und jetzt müssen wir den Atem anhalten, weil jetzt geht es nämlich auf Start und Ziel. Genau. Und der Markus Reich hat die Nase vorne, er kann bestimmen, wann es losgeht. Safety Car fährt raus und jetzt geht es nochmal los. Achtung, und jetzt die Frage, ob Michael Lyons seinen Mustang ausquetscht. Er wird jetzt innen reinziehen und damit hat er den Markus, aber er hat Quattro, deswegen ist er gut weggekommen, aber nichts ist, er wird drinnen bleiben, er wird wahrscheinlich auf jeden Fall die Nase vorn haben. Leider Gottes sehen wir jetzt nicht, was da oben gerade vor sich geht. Nach doch, Start und Ziel. Aber er hat es geschafft. Er konnte wahrscheinlich wegen Gelb nicht überholen, weil er da noch die Ölspur war. Ja. Das hat er noch gesehen und hat deswegen zurückgezogen. Und du siehst, Marc Sessing bleibt auch dahinter, weil immer noch Gelb und kein Grün auf der Strecke ist. Stimmt, an der Stelle war die Ölspur, richtig. Ja. Aber da ist der Quattro halt doch mal eine Nummer, da muss man sagen. Ja, also der kann eben auf was zurückgreifen, was hier sowohl Mustang wie auch M3 nicht können. So, beide eine unterschiedliche Linie. Jetzt, Markus Reich wird alles probieren und du wirst sehen, das wird jetzt ganz hart werden. Und natürlich, wie ich es angekündigt habe, jetzt spielt der Mustang seine Power aus und geht an der Parabolika vorbei. Marc Sessing hat es nicht geschafft, weil er nicht die Traktion hat wie der Audi. Und sieh da, der ist immer noch vorne, weil er deutlich später bremsen kann. Erinnert euch, Michael Lyons ist ja vorhin schon abgeflogen. Das heißt, er hat das im Kopf und weiß, lieber früher den Anker werfen. Jetzt und es ist spannend. So. Achtung, so. Okay. Die Hairpin, und die nimmt natürlich jetzt Reich, vergleichsweise souverän in seinem Quattro. Und ganz außen, gute Idee von Lyons. Was für eine Moment. Idee. Ja, das war nicht blöd. Das kann nicht. Es ist gelb und deswegen darf er nicht vorbeifahren. Ja, okay, und das macht man genau deswegen, damit eben nichts passiert. Weil die Jungs, ja, geht es immer um ein bisschen was, sage ich mal. Die hätten dann natürlich dann auch deutlich die Türen zu, wie auch immer. Man versucht auf sich Acht zu geben, aber man kann es halt einfach nicht verhindern. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja noch eine grüne Flagge. Ansonsten, wenn es denn so bliebe, hätte der Markus Reich sicherlich verdient, weil er da eine gute Vorstellung gezeigt hat, auch schon das ganze Wochenende das zweite Rennen gewonnen. Ich glaube, wir haben auch Checkered Flag gleich sowieso, Ralf. Also die ist eben schon geschwenkt worden. Das heißt, jetzt müsste es auf der Zielgeraden noch einmal was geben und das wird jetzt wohl so nicht funktionieren. Das heißt, es ist dann gleich soweit, dass wir hier vor unserer Combox sehen können, wie das Triumvirat Reich, Lyons, Sessing ankommt. Das ist eine Frage von wenigen Sekunden nur noch. Achtung, jetzt noch einmal. Ja, es ist so. Es wird unter Gelb natürlich zu Ende gebracht. Ja. Ist auch vernünftig, muss man sagen. Jeder Angriff, der hätte auch ins Leere gehen können. Und letztendlich es geht natürlich den Fahrern. Teilweise haben wir Profis mit dabei. Alfred Heger, der gestern gefahren ist. Der Volker Schneider. Der Volker Stritze kommt in 3 Wochen zur Nürburgring Klassik. Der Harald Groß. Roland Asch mit dem Sebastian zusammen. Und viele andere. Ja, jetzt geht's nochmal mit Gelb über Start und Ziel und ich glaube, das ist dann der Finalziel. Das heißt, dass an Markus Reichs Handgelenk demnächst eine wunderbare 2000-Euro-Jüngerns-Uhr funkeln wird, die er gleich kriegt. So ist es nämlich. Ja, also das kann man sich jetzt schon mal vor Augen halten und wir haben gesehen, der Quattro ist nicht nur im Zivilverkehr bei Nässe ein Pfund, er ist es auch hier bei uns bei der Bosch Hockenheim Historic in der gerade gesehenen Tourenwagen Goldene Ära und vor unserem Combox-Fenster kommen Sie jetzt an. Zunächst Markus Reich im Audi A4 STW direkt dahinter, dann Michael Lyons Ford Mustang Gruppe A und dann Marc Sessing im BMW M3 aus der Baureihe E30. Die fahren aber gleich auch ab in die Box. Ist das jetzt? Ja, unter Gelb dann beendet, okay, dann brauchen wir auch nicht mehr drüber fahren. Da hat sich das erledigt. Ja. Also ich freue mich sehr wirklich, dass nichts passiert ist. Der Paul Menzel ist da tatsächlich schon reingerutscht, hat ein bisschen Kiesel aus dem Fahrwerk zu kehren. Das war's schon. Ansonsten ist alles heimgeblieben. Dieser wunderschöne Kalaschek M3 von dem Philipp Kennerwell zum Beispiel. Ich möchte mal ein Kompliment und einen großen Dank an das Publikum, auf die zahlreichen Besucher, die ich habe jetzt mittlerweile schon eine Zahl von 40.000 gehört, die gestern da waren und auch heute. Na klar, man kam kaum durch. Das ist für die Teams manchmal auch nicht so gut, aber wir haben Applaus gekriegt, Standing Ovation und ich sehe immer noch Leute, die bei dem Wetter auf den Tribünen sitzen, auch in der Sachskurve. Herzlichen Dank, einen großen Applaus an euch da draußen, dass ihr wirklich gekommen seid und am Sonntagabend noch so durchgehalten habt. Merci für euch jetzt schon mal
gutes Heimkommen. Da können wir uns nur anschließen. Ralf, dir vielen Dank fürs Kommentieren. Du bist mit einem blutenden Herzen auch da gewesen, weil du eben nicht mitfahren konntest. Vielleicht bist du jetzt beim Anblick von der nassen Strecke auch gar nicht mehr so traurig gewesen, dass es nicht geklappt hat. Aber wir sehen dich wieder im dann fit gemachten M3 und du hast uns mit deinem Fachwissen auch wieder einmal mehr viel Spaß bereitet. Vielen Dank für deine Zeit heute natürlich. Gern geschehen. Wir werden jetzt noch eine schöne Siegerehrung erleben. Und einen glücklichen Gewinner mit Markus Reich, der vielleicht ohne Regen nicht so auf dem Treppchen gestanden hätte. Aber es ist egal, was jetzt die Gründe sind, er hat es hervorragend gemacht, konnte seinen A4 perfekt einsetzen, auch dessen Stärken hervorragend nutzen. Und das führt eben dann auch mal zum Sieg. Da freuen wir uns mit ihm.